Wir begrüßen alle hier in Köln Erev, Baruch Hashem. Nach den Ferien sind wir endlich zurück. Natali sagt fast zurück. Jeden einen. Also bitte noch zwei Leute mitschleppen, Chavrisse lernen, mitbringen. Wir werden haben ja Kol Teure. Was? Ja, für jeden einen, der bringt noch eine Chavrisse. Natali wird sich sorgen. Schau, oh, die haben wir schon mitgenommen. Schmuli. Eben also. Wollen mitbringen. Jeder, wer hat eine Chava, Freund, kann ruhig weiterziehen. Interessante Sache in der wochenigen Pasche. Gibt es hier die Einheiten, wie man geht in die Milchume, wie bis man Chazal ist man gegangen im Krieg. Wie hat man die Soldaten ausgewählt? Man hat die Soldaten ausgewählt. Und dann hat man genommen und man hat ihnen eine ganze Rede gehalten, unter anderem um sie auszusortieren und manche nach Hause zu schicken. Und dann steht das Kopf hier, der Kohen Gudel, mit verschiedenen Leuten haben gedacht, geredet. Und was haben sie gesagt? Schma Yisrael, hört sie Yisrael. Ihr sollt nicht Angst haben vor euren Feinden. Und dann haben sie so gesagt, wenn wir haben einen Menschen, wenn wir haben einen Menschen, der hat ein Haus gebaut, aber er hat es noch nicht eingeweiht, und wir, dann soll er bitte nach Hause gehen. Wir wollen ihn nicht haben im Krieg. Mir ist schon ein Tag her, wir haben einen Menschen, der hat einen Weingarten gepflanzt und Baruch Hashem ist erwachsen, der Wein wächst, die Trauben wachsen und er hat ihn aber noch nicht, wirklich benutzt. Bitte, wir bitten die Soldaten, die so etwas gemacht haben, die so etwas besessen, sollen bitte nach Hause gehen. Und die dritte Sache ist, wir haben jemanden, der sich verlobt hat, er Rassisha, und er hat nicht mit ihr geheiratet. Und soll er bitte auch nach Hause gehen. Alle die drei. Du hast ein Haus neu gebaut, einen neuen Weingarten oder dich verlobt. Und der Emes ist im ersten Jahr, nachdem du bereits das Haus besetzt oder im ersten Jahr, nachdem du Chassene gehabt hast und du lebst schon mit deiner Frau, alle diese Soldaten kommen nicht mit. Und die Frage ist, warum nicht? Und was stört mich, wenn ich habe jemanden, der ein Haus besessen hat und dann soll er in den Krieg gehen. Ist ja nichts Falsches dabei, dass er in den Krieg geht. Und wir haben eine Rasche. Und die Rasche ist eigentlich, für manche wird sie, glaube ich, sehr verständlich sein. Andere haben sich schwer gemacht. Und Rasche sagt, das sind Sachen, die Agmas Nefesh bringen, die Person. Agmas Nefesh ist übersetzt. Einen Leid. Das ist etwas sehr Trauriges. Das ist sehr... Das ist nicht Mitgefühl, nur Anguish. Okay. Agmas Nefesh übersetzt. Agmas Nefesh, sozusagen, ist etwas sehr Trauriges, etwas sehr, das beeinflusst eine Person. Wenn jemand sozusagen im Krieg stirbt und überlässt eine Braut und er lässt über ein Haus, das er gebaut hat und hat es nie benutzt wirklich. Das ist sehr schade, das ist sehr traurig, das ist sehr unsicher. Unsicher. Aggravation. Auf Deutsch. Okay. Und alle Fragen, Killer, alle. Ich habe gesehen, man fragt, der Bianca Gelinski hat einen sehr schönen Hesler. Aber, und was ist, wenn es etwas Trauriges ist? Und was ist, wenn es passiert, etwas Trauriges? Soldat, sagen wir, er geht in den Krieg. Und sagen wir, Taki, die Kalle wird ihm überbleiben. Und die Kalle wird Nebuch nicht können heiraten. Ich weiß nicht, wird bleiben meine Agine. Er will es ja auch nicht. Ja? Ja, aber es hat mir mit etwas anderem zu tun. Der Mann soll in dem ersten Jahr nicht Das stimmt auch. Das ist die andere Seite. Unter anderem reden wir auch von jemandem, der noch nicht geheiratet hat. Und wir sagen ihm, schau, es ist sehr schade, wenn du willst den Krieg ziehen, das ist so schrecklich, irgendwie gehe ich den Krieg. Und Bianca Lingelinski, das ist mehr so eine Art Wort, das ist ein Witz mehr. Aber in jedem Witz gibt es ein bisschen Wahrheit. Erzählt eine Geschichte in Slutsk. In Slutsk hat Rav Shach war dort unter anderem in der Yeshiva. Und Rav Shach hat erzählt, es gab ein Jid in Slutsk, der war sehr, sehr geizig. Wirklich
Kleider fast nicht gekauft, Gemüse fast nicht, nicht gegessen, sehr, konnte wirklich nichts von seinem Geld für sich selber ausgeben. Und Baruch Hashem, jeder Mensch kommt irgendwann mit Zeit, wo er sieht, dass er ist krank und im Sterbebett und es kommen die Leute und man ruft ein Minion hinein, damit, wenn es da Minik, wenn ein Mensch stirbt, hat ein Minion Bishas, wenn die eine Schumme geht darauf. Und er sitzt dort, Rav Schach war dabei, so mit jenen Menschen, sitzt im Sterbebett und jener sieht, dass die Chevre Kaddische ist schon dabei. Und dann sagte der Chevre Kaddische, ich habe mir weggelegt Kleider, in denen ich begraben werden will, Tachrichim, und auch da Minek, Sand von Eretz Yisrael. Ich habe den Sack mit Sand von Eretz Yisrael, die habe ich im Safe gelassen, versperrt. Safe, was immer das war. Und der Chevre Kaddische schaut ihn an und fragt ihn, und wo ist der Schlüssel? Sagt ihm der Mann, schau, der Schlüssel ist bei mir. Kann ich ihn haben? Und weißt du, wie nicht, wie er weiß jetzt, das bleibt ja nicht mehr bei ihm. Er braucht das, er nimmt daraus den Schlüssel. Und mit den letzten Keuches gibt es rein im Chevre Kaddische in die Hand. Und dann sagt er, aber es ist meins. Und dann ist er gestorben. Es ist meins. Das heißt, das, was im Safe ist, ist meins. Das Weggeben, das war... Wie schade es ist für einen Menschen, wenn er haltet, wo die in den Schumme muss gehen und was er im Kopf hat, ist, dass der Sand ist sein Sand und die Tachichim sind seine Tachichim. Wenn ein Soldat geht in den Krieg und er wird halten vor dem Sterben, anstatt dass er wieder sagt, und Hashem, bitte verzeih mir, und anstatt dass er probiert, noch eine Mitzwe zu machen, wird er im Kopf haben, ich habe mein Haus, es ist meins. Das wird sein letzter Gedanke vorstehen. Er wird haben, oh, ich habe eine Kalle, ich sollte heiraten, so schade. Wenn das sein letzter Gedanke vorstehen, dann geh bitte nicht in den Krieg. Wir brauchen ihn, nicht das soll sein der letzte Gedanke. Bisschen, wachs auf, ein bisschen etwas Wichtigeres, ein bisschen, obwohl das Hashem, sei ein Mensch. Dien dem Schäfer, nicht klein bleiben. Ein bisschen höhere Sachen sollen dich beschäftigen. Wenn die kleinen Sachen dich beschäftigen, das ist deine Wahrheit, dann komm nicht in den Krieg. Es ist schade darum. In Tehillim haben wir die bekannte Sache, Ashrei Huish, gelobt ist der Mensch, Shelo Halach Ba'atzat Rasha'im, er ist nicht gegangen in den Rat von den Reshuim, Uvederech Hata'im und im Weg von die, was machen Chatuim, die nämlich, die machen Avairis, Loi Umab, er ist nicht gestanden. Früher wenn Moshe bleizim und die sich sitzen und spotten, nicht wichtige Sachen sich beschäftigen, Loyashav ist er nicht zusammen mit denen gesessen. Der Pasuk beginnt, er ist nicht gegangen, er ist nicht gestanden und er ist nicht zusammen mit Leuten gesessen, die leizim sind, die verspotten die wichtigere Sachen. Sagen Chazal, ja, wenn ein Mensch sich befindet, er geht vorbei bei Leuten, die Reshuim sind, am Ende wird er sich auffinden zusammen mit den Leuten. Er wird schon stehen bei denen, am Ende wird er sitzen bei denen. Aber einer, der das nicht macht, ist Ashrei Huish, ist glücklich, ist gelobt. Was ist er so besonders? Kim besoiras Hashem Chefzoi, er will haben Teure, wird lernen Teure. Ivesorusoi Yehege Yoimim Valayla, wird bei Tag lernen Teure, bei Nacht lernen Teure. Vehoyu Ka'et Shosel Alpalgemoimim, wird sein wie ein Baum, der am Wasser wächst. Asher Pirgegitim Beitoi, seine Früchte gibt er zur richtigen Zeit, er hat ja Wasser, er hat Nahrung. Veoleolo Yibel, seine Blätter werden nicht welken. Alles, was er macht, wird er gewonnen. Alles, was er macht, wird er Matzliach sein. Er wird erfolgreich sein. Aber wir haben eine Sache hier. Es kommt auch aus der Schule. Ein Mensch denkt sich, es ist rüber ein Jahr. Mit was bin ich besser? Wo kann ich mich stärken? Chazal sagen, sollst du wissen, Ashrayuish, glücklich der Mensch. Du wirst dein besser Usoi. Du wirst dich befinden in einer Gesellschaft, die Lernteure. Wir sein in einer Gesellschaft, du kommst am Abend, den ganzen Tag bist du beschäftigt. Und mit so mindrigen Sachen, so nicht wichtigen Sachen. Aber man muss arbeiten, man muss Geld bringen und da hat man das sehr gemacht und da. Aber es kommt am Abend, am Achaye, man hat 1,5 Stunden Zeit, man kann lernen Teure, man kann sitzen, man kann horven, ein bisschen steigen, ein bisschen näher werden dem Beschäfer, haben einen Geschmack im Marif, alle zusammen da wennen. Es fehlt dir nicht die Nahrung. Nahrung gibt es, du wächst nicht, du bist natzliach, bist erfolgreich. Alles andere auf der Welt ist egal. Es gibt so 1,5 Stunden beim Abend, wo man kann kommen. Man kann sagen, schau, da bin ich, das ist mein Platz, da ist, wo ich lerne, Teure. Wenn es kommt, Rosh Hashanah,
Wie viele Mitzvahs kommen zu einem Menschen? Ein Mensch kommt einmal, er kommt eineinhalb Stunden. Jedes Wort teurer, was er lernt, ist eine Mitzvah. Das Bankaccount fühlt sich dort oben schon mal. Er sagt nur ein paar Wörter. Ja? Oma Abaya, Abaya hat gesagt. Ein Zähler, das, ist so, das geht so in Zehnerzähler. Ja, es fühlt sich dort oben rein. Das ist der Rosh Hashanah. So kommt man rein in ein Elul. Aber noch einmal, wenn einer Ishes Rai Yomer Chazak, wenn man kommt zusammen, man lernt zusammen, Chazal sagen, der Achtus bringt als ein, es ist nicht däumend, wenn man lernt Teure, es ist nicht dasselbe, wenn man lernt Teure zusammen alle, wie jeder Einzelne lernt. Buch Hashem hier in Kollerev haben wir die Möglichkeit zusammen zu lernen. Wir haben die Möglichkeit auch, wenn jemand braucht, mit der Chavrisse zu lernen, in ein Schir zu lernen. Buch Hashem, jeder hat sich seinen Platz, hat seine Möglichkeit. Das Einzige, was uns fehlt, ist noch Ishes Rai Yomer Chazak, einem Zweiten sagen, komm auch morgen, komm, gehen wir zusammen lernen. Wenn einer trifft der Zweiten auf der Straße, kann er sagen, schau, wir haben einen guten Abend, Keule. Ein Platz, wo man kann lernen am Abend, das ist doch am Mechaie. Es gibt einen Platz, wo man einmal pro Tag, eineinhalb Stunden, ein bisschen Olim Habe riechen kann, aber Habe schmecken kann, Herr Böse. Hatzluche Rabe. Which mitzvah is your fridge? Hoffentlich.